Yo, ChatGPT ist in aller Munde und der Kampf um die künstliche Intelligenz geht los. Und wer hat's erfunden? Ja, unter anderem auch Microsoft. Die haben mit ChatGPT jetzt den Startschuss gegeben. Alphabet ist auch mit Bart unterwegs. Also wir sehen, hier tut sich echt viel technologisch, aber es tut sich auch sehr viel im Microsoft-Chart. Denn nachdem wir hier diesen Hype um OpenAI jetzt sehen wir natürlich auch seit Anfang des Jahres, wir hatten hier eine fulminante Jahresauftakt-Rallye grundsätzlich an den Märkten, aber auch eine starke Erholung hier bei Microsoft, die in letzter Zeit so ein Wimpel generiert hat, eine Wimpelformation. Ich nehme mal hier kurz die Zeichnungen raus, damit ihr es besser sehen könnt. Lass mir jetzt nicht mehr die Hoch- und Tiefpunkte anzeigen. So, ihr seht hier eine Wimpelformation in einem Aufwärtstrend, könnte eigentlich darauf schließen, langfristig, mittelfristig, dass mit einem Ausbruch aus dem Wimpel hier wir ein Kursziel bei rund 303 US-Dollar erreichen können. Aktuell sieht es leicht nicht so aus. Wir haben mit den schlechten US-Erzeugerpreisen gestern eine leichte, ja, Gegenbewegung bekommen, weil natürlich das Zinsgespenst jetzt wieder auf die Bühne kommt. Inflation natürlich, das war jetzt nicht unerwartet, aber ich denke, das ist hier nur kurzfristig eine Korrektur in der Microsoft. Wenn wir die gleitenden Durchschnitte halten, wenn wir hier den Bereich zumindest oberhalb der 240 halten, auch wenn wir kurz aus dem Wimpel ausbrechen, ist das erstmal nicht so tragisch. Dieser Aufwärtstrend ist aktuell noch intakt. Brechen wir allerdings wirklich oberhalb der 273 aus, dann könnten wir sukzessive, wie gesagt, hier dieses Kursziel und den Trend weiter fortsetzen. Der RSI, ich schaue da immer gerne auf die Grenzschwelle charttechnisch, für mich bildet sich hier bei 48,5 wirklich so eine Make-it-or-break-it-Stelle. Also liegen wir drüber, sind wir tendenziell positiv gestimmt, liegen wir drunter eher negativ. Und was sehen wir hier? Microsoft hat jetzt mehrere Wochen auch schon es geschafft, die Grenzschwelle zu verteidigen und diesen Aufwärtstrend natürlich damit auch weitere Impulse zu geben. Das aus der charttechnischen Sicht. Schauen wir mal aber auch auf, was ich ja immer gerne mache, saisonale Muster. Wie sieht überhaupt der Februar grundsätzlich bei der Microsoft aus? In den letzten 25 Jahren sehen wir eher eine eindeutige schwache Phase im Februar, da gewinnen eher die Bären statt die Bullen, eine Trefferquote von fast gerade mal 30%, dass es hier aufwärts geht. Siebenmal ging es, ja, stieg die Microsoft-Aktie in den letzten 25 Jahren im Februar, wohingegen sie 17-mal gefallen ist. Also jetzt mal grob einfach nur mal die Richtung hingeschaut. Es sieht eher aus saisonaler Sicht bärisch aus und das haben wir gerade ja dann auch eigentlich im Chart, könnte man meinen, sehen wir das gerade, denn im Februar lassen wir hier gerade durchaus nach, also von Anfang Februar haben wir hier durchaus, beziehungsweise jetzt in der Mitte durchaus nochmal so einen Gegenimpuls bekommen, allerdings ist hier durchaus der Unterstützungsbereich zu sehen bei der Microsoft. Ich bin hier noch nicht bärisch gestimmt, in dem Sinne ganz im Gegenteil. Wenn wir hier halten, könnten wir hier diese Aufwärtsrallye vorerst auch noch in der Microsoft fortsetzen. Wie gesagt, wenn ihr dazu noch mehr wissen möchtet, dann folgt doch unserem Kanal, aktiviert die Glocke, damit bleibt ihr immer stets up to date. Und wir werden natürlich die Microsoft im weiteren Verlauf auch in unserem Livestream nächste Woche dann nochmal unter die Lupe nehmen. Fundamentale Analysten zumindest sehen jetzt eigentlich auch mittlerweile längerfristig ein positives oder noch ein Durchschnittskursziel, was in dem Bereich 285, 290 geht. Das heißt, es liegt hier eigentlich auch gemeinsam mit dem charttechnischen Kursziel eigentlich zusammen. Da treffen sich beide Analyseansätze. Und wie gesagt, diese kurze Korrektur kann durchaus genutzt, vielleicht gegebenenfalls genutzt werden, um preiswerter als in den letzten Wochen hier in der Microsoft einzusteigen. Wenn man jetzt zum Beispiel mit Knockout-Zertifikaten sagt, ich möchte hier durchaus diese zwei Szenarien verfolgen, kann man zum Beispiel sich Knockouts auswählen. Wenn man jetzt sagt, hey, ich gehe das Szenario der Wimpelformation, die passt, ich gehe eher von steigenden Kursen, dann würde ich mir Knockout-Zertifikate unterhalb der 240er-Marke, unterhalb dieses Monats-Pivotpunktes aussuchen.
Bin ich allerdings der Meinung, dass wir eigentlich mit der Februarschwäche und dem Ausbruch, den leichten Ausbruch heute jetzt hier unterhalb der Wimpelformation, eigentlich eher diesen Abwärtstrend fortsetzen, der RSI gegebenenfalls sogar hier jetzt langsam sogar noch die Grenzschwelle preisgeben würde, dann würde ich Knockout-Levels zumindest oberhalb der 285er-Marke hier auswählen, um an der Short-Seite mit zu partizipieren. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.